Okay. Also, sie haben sich jetzt quasi gegenseitig die Liebe gestanden. So, schön. Das war mal ein bisschen schnelleres Lied, ein bisschen rockiger, aber hat mir gut gefallen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, genau, was ich vorhin sagen wollte. Jetzt haben sie sich gegenseitig ihre Gefühle gestanden. Sehr, sehr schön. Hier ist so ein Schein, der davon ausgeht. Das heißt, ich vermute mal, dass die Größe korrekt ist. Würde ich behaupten. Bin mir natürlich nicht sicher. Kann ich damit jetzt eventuell. Es hat sich auf jeden Fall alles geändert. Das ist offen, da kommen wir aber aktuell nicht rein. So, hier ist auch so ein Schein, der davon ausgeht. Ich kann hier aber. Da oben ist etwas. Hier hinten ist etwas. Ich könnte. Okay. Ich würde mich jetzt gerade mal auf die Modelle ein klein bisschen umschauen. Einfach mal, um zu gucken, ob hier eventuell irgendetwas ist, was wir aktivieren können damit. Das kann ich aktivieren. Ah.
Kann ich den, wenn ich jetzt so, wenn der da jetzt liegt, kann ich den hochheben? Normalerweise schon, ne? Ah, siehst du mal. Und damit. Den nehme ich so in die Hand, dann kann ich da durchtreten. Schön. Gut, den lege ich mal ab kurz. Okay. Wieder ein klein bisschen umschauen. Was ist das für ein Instrument? Eine Laute? Nee, ne? Ach, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist auf jeden Fall keine Gitarre, keine normale. Das ist ein spezielles Instrument. Müsste ich mal gucken. Sowohl reale als auch imaginäre, okay. Reiseziele. Das alles hier sind quasi, also wir laufen ja quasi in dem Skizzenbuch rum, in den Erinnerungen, in den Zeichnungen von den beiden, von Kenzie und Michael. So kann ich. Soweit, so gut. Das heißt, ja, ich wollte gerade sagen, ich muss den ja irgendwie herausbekommen, aber das kann ich. Ich kann den hier einfach platzieren, kann dann mit der Kugel wieder rausgehen, kann die dann hier platzieren und dann sollte ich über das Modell genau den greifen können. Stecken wir den kurz ein und packen ihn. Wahrscheinlich werden wir ihn hier drüben brauchen. Einfach mal hier hin. So. Genau, da haben wir ihn. Wie sieht's denn aus? Türöffner technisch, da geht's rein. Also das Rätsel verstehe ich bis jetzt. Das will schon mal einiges heißen bei mir. Oh, jetzt wird's knifflig. Jetzt müssen wir verschiedene Kugeln mitnehmen, wie es aussieht. Wir haben hier. Steht wieder was. Also ich komme hier in den Garten. Hier könnte ich die rote Kugel rein theoretisch platzieren. Ah, ich weiß, wo ich sie hinmachen muss. Okay, hab verstanden. Wir platzieren das hier nochmal dort. Und dann nehmen wir das zu uns. Da haben wir eine rote Kugel eigentlich oben drin, ne? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Da oben ist eine rote Kugel drinne. Ich hätte jetzt gesagt, ich lasse die rote Kugel hier kullern. Wisst ihr, so. Dann stößt die dagegen. Dann müsste ich ja rein theoretisch nur das da oben wegmachen. Und dann sollte die rote Kugel da reinfallen. Da würde ich dann den grünen Stein bekommen. Das Problem, was ich an der Sache. Das Problem, was ich habe, ist. Ah doch, wenn die Tür aufgeht, komme ich wieder raus. Wir versuchen es einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Zur Not müsste ich nochmal neu laden.
Ein bisschen heiser gerade. Oh, hat funktioniert. I think I love you. What? I think I love you. You think? Yeah, I mean, yeah. What do I say back? You can say, I love you too. Well, you didn't say I love you. You said I think I love you. And you want me to just straight up say I love you back? You don't have to do anything. You are trapping me. I'm not trapping you. I'm expressing my feelings. With a qualification. Michael, I'm just saying that I think... You think. You think. What do you want me to say? You don't have to say anything. I don't want you to say something that you are not ready to say. But I do want to say it. Okay. I love you, Kenzie. I love you too, Michael. Schön, jetzt haben sie es gesagt. Jetzt haben sie endlich ihre Gefühle geäußert. Sehr, sehr schön. Also stellen wir da mal hin. Öffnen die Tür. Und somit kriegen wir jetzt alle unsere Kristalle sind es, glaube ich, ne? Kriegen wir jetzt hier raus. Den blauen muss ich nochmal holen. Oh. Oh, Moment. Ja, das ist jetzt aber blöd. Also ich komme ja mit dem hier rein. Also wir gehen mal... Wir gucken mal, wie weit wir kommen mit dem. Rein theoretisch müsste ich jetzt hier drüben rein. So ein schönes Haus hätte ich auch gerne. Ich mag solche Häuser. Ist ja dieser amerikanische Baustil, ne? Da gibt es ja solche Häuser. Ich mag die wirklich sehr. Ich finde die sehr, sehr schön. Ich finde das so cool, ne, wenn wir hier laufen, dass wir das dann hinten einfach nochmal größer sehen. Und wenn ich da durchgehen würde, da hinten seht ihr das, dann würden wir es noch mal größer sehen. Das ist einfach unendlich. Ich finde das faszinierend. Das Spiel ist wirklich verdammt schön geworden. Das ist richtig schön geworden. So, hier ist erstmal nichts mehr. Wir gehen mal hier rein. Und da brauchen wir dann die rote. Den roten, den roten Kristall. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass wir den blauen auch noch brauchen. Wir gucken jetzt einfach mal. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie wir den blauen da rausbekommen sollen. Wenn ich da jetzt reingehe zum blauen, müsste ich den roten wieder hier reinlegen. Dann wäre der rote da drin. Ich könnte den blauen zwar rausbringen, aber dann wäre der rote da drin. Und ich komme ja nicht rein ohne blauen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so das Problem, was ich gerade sehe. Gut, ich kann hier oben die rote platzieren. Das kann ich machen. Dann nehme ich den grünen Stein nochmal. Geh hier rein. Und guck, dass mir
muss ich anders lösen. Moment. Ich habe eine Idee. Da reicht die Reichweite wohl nicht ganz. Das könnten wir aber eventuell beheben. Nämlich so. Gut. Das heißt, den platziere ich wieder hier. Dann gehe ich wieder dorthin. Gehe hier rein. Platziere den hier, nehme den dafür. Und betrete den Raum. Hello, Sunflower. Hey. You know what I want? What? A landscape fridge. I don't know what that is. I just invented it. You know refrigerators? They are tall and narrow, so there's this bottom shelf of stuff that you have to bend down to and pick through to see what's there, and so you never do. It's horrible. Chilling. Ha! But imagine a fridge, same size overall, but countertop height, laid out horizontally. Everything is accessible. Right there. No bending down. You nerd. It makes sense though, right? Yeah, but where the hell are you gonna put it? It's not gonna fit in our kitchen. Hey, this is our dream kitchen. Oh, well, you know what I want? What? A dream house to go with this supposed dream kitchen of yours. Well, duh. No, but you know what I've always really wanted? Hmm. A grandfather clock. Yeah, but those things are loud. I mean, they're totally impractical for a place in the city. Yeah, but I always pictured settling down somewhere outside of the city. Oh, really? On a few acres near some woods, quiet and out of the way, where it snows in the winter, but not too much. Uh-huh. A big tree in the yard. Wait, okay, can you throw in a few more cliches there, like maybe a picket fence and a dog and a cat? Oh, maybe 2.5 kids? Hey, this is a dream house, remember? I know. But yeah, I like that, a dog and a cat. Michael. So, und hier sind wir in diesem Traumhaus, was die beiden sich ausgedacht haben. Oh, irgendwie ist das schön. Ist wirklich schön. Hohe Decken, gut, Fenster putzen möchte ich da oben nicht. Das ist eher uncool, genau wie Staubwischen und Spinnenweben wegmachen. Ich meine, das Fenster da oben zu putzen, viel Spaß. Aber an und für sich, schön. Wie gesagt, ich mag sowas. Sehr, sehr schön. Wir haben hier was, wo ich auch schon weiß, wo wir das benötigen werden. Eventuell muss ich das durch... Das ist der geheime Raum. Das ist ihr Geheimraum mit Blick zur Straße. Mit der Wächtereule. Dieser Schlüssel sollte exakt hier durchpassen. Genau. So kriegen wir den raus. Viel mehr werden wir hier nicht machen können. Oh doch. Schön. So ein schöner Garten. Hund und Katze hätte ich übrigens auch gerne. Sowohl als auch. Gut, ich komme hier hinten raus mit der roten Kugel. Brauche aber den grünen Stein, um endgültig rauszukommen. Das heißt, ich kann die rote Kugel hier platzieren, den grünen Stein nehmen, dann kann ich hier raus und kann hier raus.
Und hinter dem Haus sollte der Schlüssel liegen. Diesen Schlüssel sollten wir, wenn ich es richtig gesehen habe, Wir schauen. Wir gehen noch mal zu diesem Wüstentempel hier. Oder was ist das? Ein Palast? Ich weiß es nicht. Ja doch, heben kann ich ihn. Und er passt. Und wir brauchen den grünen Kristall. Dann holen wir den schnell. Das ist so süß gemacht alles, ne? So, wir brauchen die rote Kugel. Die muss ich wohl hier oben durchschmeißen. Jetzt muss ich überlegen. Wir haben... Jetzt wird's knifflig. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Da oben kann ich wohl irgendwas machen. Die rote Kugel steckt da drinne. Ich könnte... Okay. Wie kriege ich die rote Kugel daraus? Ah, ich weiß wie. Moment. Nee, weiß ich nicht. Verdammt. Das haben die, ausgegrenzt, dass ich das machen kann. Ah. Ich verstehe. Er ist aktuell zu groß. Verkleinern. Wie verkleinere ich ihn? Ich verkleinere ihn, indem ich ihn hier hinschmeiße. Und die mir hier nehme. Es sollte noch zum Öffnen reichen. Und ich kann ihn jetzt hier durch das Fenster nach da draußen fallen lassen. Dann kann ich die rote Kugel nehmen. Hier unten den Garten verlassen. Kann die hier ablegen. Kann mir meinen Mini-Kristall wiederholen. Dahin legen. Nimm dann meine rote Kugel, schubse die wiederum hier rein, genau, und hol mir dann wieder der ist jetzt so mini, dass ich ihn da nicht mitnehmen kann, hol mir dann wieder meinen Mini-Kristall hier. Ich hoffe, ich brauche den blauen jetzt gleich nicht. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich den wieder herbekomme. So. Oh, ich finde das so süß gemacht alles.
That was a nice ceremony. Yeah, I liked the giant goblet they drank out of. I'm glad she didn't have a veil. Why? I just feel like the veil, the death do us part, it feels very haunted, very ghosty. I like ghosts. I'm actually very excited to be one. Ooh, when you die, where do you want to haunt? When I die? Yeah, when you're a ghost, where do you want to haunt? I guess I want to zoom over the ocean really fast. Really? Which part of the ocean? The whole ocean. I just want to zip around with my arms spread out. I don't want to haunt anyone in particular. Just the whole sea. Ah, scaring sea creatures and seagulls. Interesting choice. Where do you want to haunt? Well, if I die before you, I would want to haunt you. Are you going to try and scare me? Oh, I'm going to spill your coffee all the time just to remind you of me. You dead and no coffee. My worst nightmare. Oh, really? Is that your worst nightmare? Michael. Well? I honestly don't know what I'd do without coffee. Schön. So, den legen wir hier ab.